Es ist hier so steil, die haben das versucht dreimal zu teeren und es ist dreimal der Teer abgerutscht. Die haben Stufen hingebaut, weil der Bürgersteig zu steil ist. Und im Winter dürfen die Anwohner ihre Autos gar nicht hier oben parken. Hochschaltenalarm! Ahoi Freunde und einen wunderschönen guten Morgen. Ja Mann, ich befinde mich gerade in Frankfurt, bin hier in meinem kleinen, aber feinen Zimmer. Ja Mann, bin hier gerade dabei, schon alles zusammenzulegen. Ihr wisst Bescheid. Ja Mann, einfach abchecken im Webshop. Und zwar bin ich in Frankfurt, weil ein paar Kilometer von hier, 40 ungefähr, liegt ein kleines Dorf, das heißt Gelnhausen. Und da gibt es die wohl steilste Straße Deutschlands, die bis zu 32% am Ende hat. Ja, und da findet heute das Red Bull Hill Chasers Event statt. Und ja, deswegen bin ich hier. Ich bin mega gespannt. Ja, wir sind gestern schon mal die Strecke so ein bisschen Probe gefahren. Ich hatte leider nur Handy mit dabei, aber... So, Freunde, wir sind in Gelnhausen angekommen. Hier soll wohl die steilste Straße Deutschlands sein. Die testen wir mal und morgen ist dann hier das Rennen. Freunde, Alter, hier geht's hoch, ey. Einfach mal freischalten, Tom, überleben! Guck mal hier! Komm, Junge! Ja, das sieht gut aus. Das musst du nur weitertreten. Das sieht sehr gut aus, mein Junge, du. Das musst du einfach nur weitertreten, du. Das ist schon richtig, richtig gut steil. Also teilweise ist es so steil, dass ich mich nicht getraut habe, wieder runterzufahren. Ja, da treffen wir nachher Tobi, Flo und noch ein paar Freunde und wir ballern da alle den Hügel hoch. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit und ja, wenn ich 30 Kilo leichter wäre, glaube ich, hätte ich da auch realistische Chancen. Aber so gucken wir einfach mal. Einfach ein schönes, spaßiges Event, dass man richtig schön sich das Laktat in die Beine schießen kann. Ja Mann, 95 Kilogramm gilt es da heute irgendwie hochzuwuchten. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis gleich. Bevor es losgeht, kurze Info. Unterstützt wird dieses Video wieder mal von Koro. Ja, Freunde, falls ihr mich und meine Videos unterstützen wollt, checkt einfach mal Koro aus mit dem Code JAMANN5, 5%. Und ich würde sagen, wir diven direkt nach Frankfurt. Los geht's. Ja, Mann. Ja, Mann, jetzt geht's zur Startnummernausgabe. Ja, Startnummer geholt und dann ging es zur Streckenbegehung. Einmal abchecken, was alles so auf der Route ist und wie das Ganze so aussieht. Und jetzt ob man sich da hochschütten kann, wo man drauf aufpassen muss. Tricky part of the race. In die Traverse, als kleiner Tipp, der Palzer-Toni hat gesagt, würde er in der Fünfergruppe hier fahren und will es oben gewinnen, dann ist er als Letzter hier drin und lässt sich quasi im Windschatten vorziehen, um sich dann vorne ausgeruht in die Wand zu begeben. Dann muss es weiter, die ersten zwei kommen weiter in der ersten Runde. Ja, und am Vortag sind wir da schon dreimal hochgedonnert, um zu gucken, wie man die beste Energie hat, dass wenn man am Anfang überpaced, man nach hinten raus komplett offen ist. Dadurch war unsere Taktik eher ein bisschen ruhiger am Anfang und dann nach hinten raus die Ente stoppen. Es ist hier so steil, dass die Leute in Gelnhausen, deswegen liegt hier auch Pflaster, die haben das versucht dreimal zu teeren, es ist dreimal der Teer abgerutscht. Und deswegen ist es gepflastert worden, das kann ich helfen. Treppenstufen hingebaut, weil der Bürgersteig zu steil ist. Und im Winter dürfen die Anwohner ihre Autos gar nicht hier oben parken. Da ist es. Da oben ist das Ziel. Vollgas geben, was? Das ist krank. Schalten ist auch ein Thema. Ja, du, hier schaltet man auch nicht mehr. Hier oben kommt ihr an. Ja, und nach der Streckenbegehung haben wir uns noch mal so 10, 15 Kilometer warm gemacht, noch mal ein bisschen die Beine aufgelockert und Digga, ich kann euch sagen, ich war gut angespannt. Und dann sollte es auch schon losgehen, Alter. Hallo, Lasri, Richard, Jureko. Ja, und dadurch, dass nur die ersten zwei weiterkommen, ging es halt um alles. Ja, und die ersten sind losgeballert. Tobi hat sich auch hochgeschoben und dann war ich dran. Es kann losgehen. Mega trockenes Pappmaul und dann stehst du da und denkst dir so, fuck. Ja, und nach den ersten Metern dachte ich mir so, Junge, warum zur Hölle kannst du eigentlich nicht einklicken? Und dann musste die Ente wohl oder übel von hinten gestopft werden. Die ersten beiden waren schon über alle Berge und ich wusste, okay, ich fahre jetzt hier einfach meinen Rhythmus und dann gucken wir, was bei rauskommt.
Ja, und die ersten Meter waren zwischen 4% und 6% Steigung, also es war noch human. Bis dann der zweite Tunnel kam, es in die Traverse ging und dann ging's los. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, bis zu dem Punkt dachte ich so, ja, das Rennen ist vorbei, da komme ich nicht mehr ran. Und dann habe ich aber in der Ferne gesehen, dass der zweite so langsam einbricht. Und ich dachte mir, okay Max, das ist jetzt deine Chance. Ich weiß, du gewinnst. Ansonsten ist das Ding hier gleich vorbei. Und dann habe ich einfach alles reingehauen, was irgendwie ging, um mich da hochzuschrauben. Auf die Junge! Nach hinten wird die Ente gestoppt. Junge! Du Maschine! Wie hoch ist das? Du 95 Kilo, ey. Junge, wie du da explodiert bist vorne. Das mach ich sicher. Hast du einmal runtergeschaut? Nee, ich hab Sushi gemacht, der Mann. Ja. Ich bin auch nicht richtig eingeklickt gekommen. Und dann. Ja, ich sag mal so, ich bin Vierter geworden. Ich bin Gott sei Dank durch. Wie scheiße ist, ich muss nochmal. Freunde, fragt mich nicht wie, aber ich habe es tatsächlich geschafft und habe die erste Runde überlebt. Das war ja ein Ausscheidungsrennen. Das heißt, nur die ersten zwei kommen weiter und habe halt echt auf den letzten Metern noch den einen überholt. Mega gut, lernt man immer wieder. Nach hinten raus wird die Ente gestopft. Allein eine durchschnittliche Wattzahl. 588 und maximal 1033. Junge, Junge. Bisschen warm fahren, Beine lockern und dann kommt gleich Halbfinale. Aber wenn ich ehrlich bin, ist glaube ich da dann spätestens die Reise für mich vorbei. Aber ich werde trotzdem alles geben, noch eine gute Zeit zu fahren. Danke dir. Ja, und die Stimmung war einfach mega nice. Es hat mich auch richtig gefreut, dass Bernie auch ins Halbfinale gekommen ist und dann haben wir ihn da hochgeschrien. Ja, und das war jedes Mal wild, wie die losgeknallt sind. Und ich dachte mir so, Digga, wenn ich da jetzt so losballer, dann bin ich nach hinten hin, aber so offen. Und dann bin ich einfach wieder mein eigenes Ding gefahren. Mittlerweile ist auch das Adrenalin aus der ersten Runde halt komplett abgesackt. Dadurch war ich halt wirklich schon gut am Arsch. Aber hab nochmal alles gegeben und ja, mal gucken, was bei rausgekommen ist. Ja, aber ich habe mir trotzdem gesagt, wenn ich hier hochfahre, ich gebe einfach alles und Butter jetzt alles rein, fahre mein eigenes Ding, konzentriere mich auf mich selbst und habe Gas gegeben.
muss ich mir schnell. Was ist dein Ziel? 84 Kilo. Ja, zumindest 9 Kilo. 5 bis 7 Kilo runter und fit werden, Alter. Ich bin echt eine Bratwurst, Mann. Fit bist du? Nee. Aber noch eine Frage zum Sport. Du bist ja zweimal hochgefahren, wie geht's da? Beim ersten Mal oder beim zweiten? Ja, tatsächlich hat sich das zweite Mal hart angefühlt, aber beim ersten hat man noch mehr gedrückt, um überhaupt in die zweite Runde zu kommen. Das klingt auch sehr zweideutig, aber naja. Wir machen jetzt die nächste Runde, der Rico ist immer noch Verfügung mit 1,18. Hochschalten, Alter! Ja. Aber Bernie, es fühlt sich schon ganz geil an, wenn man das beste Material auf dem Event hat, oder? Ganz genau, Bruder, ganz genau. Freunde, wildes Event gewesen. Es hat mega Bock gemacht. Ich bin tatsächlich zumindest bis ins Halbfinale gekommen und durfte dann zweites Mal mich hochprügeln. 640 Watt im Schnitt oder so. Komplett geisteskrank. Ja, wir kommen nächstes Jahr wieder. Safe. Jetzt muss erstmal trainiert werden. Und ich muss safe 10 Kilo abnehmen, Alter. Freunde, wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt genau 8 Uhr. Ich war gerade schon beim Frühstück. Ja, der Tag gestern ist auf jeden Fall noch gut in den Beinen. Auf jeden Fall geht es heute nochmal auf so einen kleinen Community-Ride mit euch. Ich bin gespannt, wie viele am Start sein werden. Nochmal ein bisschen Taunus, Feldberg und so weiter anschauen. Ich packe hier alles zusammen und dann geht's los. Wir sehen uns. Moin! Nice! Moin. Ihr habt alle Bock? Sorry für die Verspätung. Ah, nice! Ja, moin, Marcel aus Darmstadt. Ich bin Lukas aus Hanau. Der Marek aus Limburg. Limburg. Jan aus Rostock bei Darmstadt. Jan aus Darmstadt. Tobi aus Darmstadt. Was? Moin, Malte aus Kassel. Kassel? Alter, du bist heute Morgen um 7.30 Uhr. Ja. Ey, krank. Sascha aus Bad Homburg. Nee, Würzburg. Nuri, Frankfurt. Du warst gestern in Darmstadt. Ja. Moin, ich bin Simon aus Darmstadt. Und das ist dein Gefährt? Ja, klar. Alter. Nice. Wir kommen aus Königstein, wir haben uns gestern den Berg hochgebildet. Er hat mich gestern am Berg hoch abgezogen, sehr nice. Ich komme aus Darmstadt, Corona. Wir sind gestern auch zusammen gefahren. Nice. Jonas aus Frankfurt. Schönes Trikot. Danke. Servus, Karl aus Frankfurt. Nice. Hi, Flo aus Mainz. Und die Jungs aus Hamburg. Ja, ich bin Tobi, ich komme aus Hamburg. Ich bin extra für dich hergekommen, Max. Hallo, ich bin Bernd, ich komme auch aus Hamburg. Florian, Hamburg ein Viertel. Sehr schön, los geht's, Alter. Ja, Leute, wir sind schon wieder fast 20 Mann hier. Richtig geil, Alter, egal in welcher Stadt. Leute haben Bock. Ja, man, jetzt geht's hoch Richtung Feldberg, Alter. Tobi baut hier heute anders auf. Ah, jetzt bricht er langsam. Jetzt haben wir ihn. Führungsarbeit getan. Der Ofen glüht auch in Frankfurt, Alter. Aber auf dem Feldberg. Da hinten.
65 gefahren, ne? Digga. Ich habe jetzt schon 2000 Höhenmeter. Alter, geil, Mann. Aber das ist doch Training. Aber das ist der Spirit, ey, geil. Training für Bikepacking. Hauptsache, das Licht brennt, ey. Freunde, jetzt geht's hier nochmal den Feldberg von der anderen Seite hoch. Und Jelle ist heute unser stärkster Mann hier. Wie ein D-Zug fährt er, Alter. Richtig stark, Mann. Also, wird gut, ey. Das macht so Bock hier. Oh, die Lok ist an. Die Lok pfeift wieder. Gleich nochmal oben, ey. 1700 Höhenmeter gleich. Junge. Heute wird anders gedampft, ey. Ja, zweites Mal Feldberg oben. Herrlich. Hat mega Spaß. Mega gemacht, cool, dass du am Start warst. Beim nächsten Mal mit dem richtigen Rad. Bye. Ja, vielen Dank. Alter, Jungs, also Respekt an euch, Mann. Wie ballert ihr denn hier hoch? Vielen Dank fürs Mitrollen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir hier wieder in der Gegend dampfen. Also vielen, vielen Dank. Echt sehr, sehr cool. Das war's mit dem Video gewesen. Besten Dank fürs Einschalten. Falls ihr das Video ein bisschen geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Kugelschreiber in die Kommentare. Und ja, ey, es hat richtig Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal bedanken für all die Leute, die am Sonntag auch noch mit uns die große Runde gedreht haben. Auf den Feldberg war richtig cool, auch in Frankfurt und Umgebung mal ein paar von euch kennenzulernen. Ja, falls ihr bei der nächsten Community-Tour dabei sein wollt, checkt einfach mal den Jahrmann Strava Club aus. Verfolgt ansonsten aufmerksam meine Instagram-Stories, dann verpasst ihr nichts. Ja, Freunde, 9. Juni, morgen geht's direkt weiter in Harz. 3 Tage Fahrradfahren. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen auf der Strecke. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gerade. Viel Spaß beim Hochschalten da draußen. Und ja, Mann, ey, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.